Hätte aber auch 384 bringen. Dammit. Ein Stück Leder. Fell eines weißen Wolfs. Da lohnt sich über 128 Menschen. Pferdehaut. 380. Ja, aber doch nicht reell. Das ist ja nur ein theoretischer Wert, oder? Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Gut. Also nochmal zum Mitdenken. Fell ist unverkäuflich. Ordentliche Summe. 20. Zerlegen. Ah, so läuft es mit den Silberbarren. Musst du hoffentlich dann noch zwei Silberbarren geben, ne? Ja. Das ist mein Wiebernschwert. Meine Schwerter zu legen hier. Denn die wiegen wie. Was bringt es? Stahlwaren und Lederbänder. Wird sich auch nicht zerbrechen. Gelbes Schwert. Gelbes Schwert bringt 7. Sechstel. Oh, Herrschaften. Fuck. So. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Mal eine verscheppern. Oh, 6, 5, 10. Schade ums Material eigentlich. 30. Gegen eine Belohnung. Ist es diese Bezahlung oder ist es... Trophäensammler. Prozent 20. 17. Okay. Zeig mir doch mal, in was du das zerlegen würdest. Eine ganze Menge. Kostet mich aber genau die Hälfte von dem, was ich kriegen würde. Ich brauche auch Kohle. Das
haben sie gesucht. Ansonsten. Sich halt hier den Kram zerlegen. Weil es das Gewicht nicht wirklich dezimiert. Genius Essenz. Hasenfell. Stück. Fellstück wird Lederstück. Ah. Drei Schritte. So schön. Vielen Dank. Ich werde gerade versorgt von meiner Ehefrau. Kann ich alle nicht verkaufen, wenn ich das hier im Kopf habe. Deswegen Wurst. Schweinshaut. Deswegen bis zur absoluten Pleite. Asche zu Asche. Die zu Lederstücke. 2 mal 2 sind vermutlich 40. Äh, 20 Stück davon und 29 Stück davon. Das Feldstück wertvoller. Ich kann es auch denen nicht verkaufen. Oder? Das sieht auf jeden Fall aus. Da klaue man sich die Zunge. Diese Entscheidungsfreundlichkeit frühen Abend. Hatte der eigentlich irgendwas zu kaufen? Vermutlich nicht. Gute Feuerhaken, das ist wichtig.
38 aufschlitzend Schaden. Ah ja, da war doch was. Trotzdem würde ich mal gerne sehen, was ich da tue. Ja, das haut gerade hin. Beim Smaragdstaub. Lohnt sich's? Lohnt sich's nicht? Ah, kritischer Trefferbonus geht flöten. Die Bonuserfahrung bei Humanoiden. Und eine Chance auf Vergiften. Den Kampf gegen Humanoide. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal dieses hier für 72, weil er mich auch komplett pleite. Sagt mir gerade mein Geldbeutel. Trinke ich mal was furchtbar Grünes. Nennt sich Smoothie. Das ist diversem allerlei. Wie bei Silberschwert mache ich im Prinzip nichts miese. In dem Fall bauen. Zack. Kannst bauen, aber ich habe keine Münzen. Okay. Achso. Klassische Waffenschmied. Warum? Was 41? Oh. Ja, wie ist die Moral? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Aber schon hinter uns. Bis dann. Bis dann. Ja, dann mal schnellstens. Quasi nicht ganz fassungslos. Bam. So. Ging ja schon die Ohren weg beim Einsetzen. Sauber aufgeräumt, alter Schwede. Oh, das könnte sogar noch Geld geben. Fluch des Wild. Willst du spionieren oder feilschen? So, nur um die 20, aber naja. Zeig mir deine Waren. Weiß ich. Ist aber interessant, aufgrund von was er mit dem Preis nach unten geht. Die fünfte Essenz kostet nur 141 Öcken. Meine Güte. Also gut. 4. Bis dann. Und F. 5. Na, willkommen, Lubacher. Schön, dass du da bist. Hallo. Aufwertung wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich wieder mal meditieren. Ein Stündchen. Die Schönheit. Kommt da irgendwie mieses Wetter auf? Nee. Da drüben. Nachdem ich an der Pflanze vorbei bin. Nachdem ich...
So, Dele. Zwischendurch noch einen Schluck aus dem Smoothie. Ja, dann springen wir zur Mühle und machen hier noch die 5 hintereinander weg. Ja. Also, auf jeden Fall kann man sagen, es lohnt sich, hier komplett alles durchzumachen. Ich hab dich in Büsima gesehen. Schön. Da oben ist noch Kräuter. Oder auch nicht. Aber zumindest ein paar Jägerstiefel und eine Kiste. Ah. Dorisches Schwert. Na, für den Anfang bestimmt nicht schlecht. Na, mit dir Sprung wird nichts. Also gut. Was, Android? So, in eurer Zeit noch gar nicht. Da. Wurscht. Pferd steht auch schon seit Tagen hier. Aber ja, apropos Pferd. Kam ganz plötzlich die Plätze. Vorwärts. Moment mal. Ich lasse mir Zeit. Das war aber das Falsche, aber es macht ja nichts. So. Spritzig. Aber das mit den Runen üben wir noch. Das war sein Boot und sein Handball. Beweg dich! Tipp des Tages, beweg dich. Man darf doch im Galopp reiten hier. Und runter. Neu. Schnipp-schnapp. Naja, kein Kommentar. Mal sehen. Sagen, Rüttung macht mir gerade richtig Spaß. Thank you.
aufgegessen. Da wieder raus. Da. Oh. Aufnehmen. Erstmal die Kleinigkeiten. Nein. Geld. Was? Wie ist den Brief? Erst mal gucken, was die Jacke hier bringt. Okay. Bohren. Ach so, schick's immer. Furchtbare Farbgebung, aber nun ja. Also die Mischung ist schrecklich. Da hält es nicht alles. Apropos furchtbare Farbgebung. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ich mache mir echt einen Ast. So. Und F5. Klamotten an, das ist ja ein Albtraum. Ja, die sind sicher noch schicker. Ein paar weißen Socken drin. Rotwolfsleber. Sortier doch mal und dann im Prinzip der letzte. Nee. Das ist ein bisschen blöd, jetzt finde ich halt nicht den Brief, den ich gerade gefunden habe. Der war es nicht. Auch der war es nicht. Wird es genauso wenig sein? Kann sich auch dumm stellen beim Ist an. Ah, die Pusteblume war neu. Ganz schön gerissen. Ah, auch gut, Questgegenstand, naja. Oh. Schatz der Banditen. Moment.
Vorher natürlich etwas für die Schönheit. Meditation. Ich könnte eigentlich anstatt meiner Oliven, könnte ich mal Schwalbe reinpacken. Weil hier die Regeneration geringfügig erhöht wird. So. Extra Sinne. Knotz, Dark Knotz auch. Den Schatz der Banditen zu finden. Der war aber gut. Naja, das hier sind ein paar Kräuter, die ich pflücken kann. Die üblen Bestien. Damit Igni drüber braten. Quasi hier das Feuer anzünden, oder wie? Zum Bleistift. Ich war ein Freund von Irrenden mittlerweile. Mark. Ich kann ja mal F5 drücken. Schuss und der liegt, das ist echt der Hammer. Zwei Schüsse und der liegt. So kann man sich das Leben natürlich doch deutlich vereinfachen. War noch so eine dritte Backe. Ja. Meine Nase. Ein bisschen die Wagen dezimieren. Quasi als Wagenpfleger. Ach, ein Wildhund. Naja, na gut, egal. Bist du so desinteressiert an mir? Hundetalk. Naja. Why not? An Bäumen hängen bleibt nicht böse. Nun zurück zum eigentlichen Problem. Aber wenn ich jetzt gerade so die Pferde. Wäre natürlich toll gewesen, wenn ich ein Pferd hätte raussuchen können. Vorbeigehen. Ups. Fast wie im echten Leben. Der
Schwarze ist nett. Nein, ich kann ein Auge ernten. Ich will mich aufs Pferd setzen. Abschmeiß. Dann mach das ein paar Mal, dann geht's, oder? Nicht wirklich. Zu wild. Aber nett. Dass man draufsteigen kann. Da geht bestimmt irgendwas zum Zählen. Wie auch immer. Wildpferd. Also, ich glaube, es ist. Schatzsuchen. Da gibt's Geld. Nehmen wir uns das. Irgendwas mit Windmühle steht doch hier drin, oder nicht? In der Nähe der alten Mühle. Aber ich vermute mal trotzdem, dass es in diesem Lager ist, wo ich vorhin war. Jetzt bin ich ja beide Windmühle. Antwort von was die schreiben, ist ja in der Nähe der Windmühle. War hier auch eine Schatztruhe steht, oder nicht? Alles her damit. Out. Da geht's auch noch runter. F5. Dorisches Schwert, das was vorhin da schon rumlag. Dann als Rezept. Warum nicht? Roggenschnaps. Ach, das war wohl der. Eng geschriebenes Dokument. Was heißt sonst nichts? War schon eine ganze Menge. So wieder intuitiv an den Schatz reingedappt. So, why not? Fünfer Handschuhe. Also, neuner. Sockel auch noch. Tens. Da fast zu überlegen. Zu. Ihr wechselt. So die verdammt schicken Stiefel. Boah, ich werde immer schicker. Sechstel. Naja. 40 bis 50 wirft ihr dann auch noch ab. Oh, ich bin. Rohes Fleisch, ob man es irgendwie kochen könnte, oder dass es nachher höherwertiger ist.
Das war's, glaube ich. Die Festung. Gerichtsdiener Andreas Blume. Verdächtiger Kolgrim-Hex an der Weberschule. Ich lese das mal eben. Ich glaube, meine Frau hat ja auch Alchemie betrieben. Uiuiui. Gufte Familie wäre je. Er konnte sehr gute Schwerter herstellen, das heißt. Handwerk. Woher bist du denn schändlich? Jägerhose. 10. Oh, jetzt kann ich sie bauen, aber nicht tragen, weil noch 6 Level entfernt. Na gut. Soll man ein Ziel haben? Da fehlen mir 2 Dunkelstahlplatten. Dann habe ich Dunkelstahl. Dorisches Schwert. 14. Na gut, das wäre jetzt am Anfang interessant gewesen. Für Stufe 2, aber echt fetzig. Möchte ich da mal so anmerken. Den Kampf gegen Maride. Also. Okay. Und die schicken Jägerstiefel. Die ich jetzt ja schon anhabe. Wie ich in diesem Moment feststelle, war das gar nicht der Schatz der Banditen. Das war jetzt einfach mal so zwischendurch ein Schatz, der unter dem Häuschen lag. Sorry, nochmal. Gehen wir mal dahin zurück. Ja, ein bisschen Sport, komm schon.
normalerweise beim Einsetzen der Hexersinne. Ja, schon. Jetzt habe ich das Feuer angemacht, aber das wird jetzt auch nicht wirklich was bringen. Tolle Questmarkierung. Ja, das Leben kann so einfach sein, wenn man einfach mal die Augen aufmacht. Das ist wie im echten Leben. Komm schon. Vorwärts. F5 im Galopp, nicht schlecht. Ein ganzes Lager. Oh, jetzt bist du dran. Nicht nachlassen! Ich wollte eigentlich wieder mal. Au! Hexerei! Dreckschwein! Bam! Na, noch jemand eine Frage zur Thematik Hexerei? Vielleicht du hier drüben? Stirb! Stirb doch selber! Reißt ihm die Eier ab! Immer noch? Sieht ein bisschen auskosten, die ganze Geschichte. Was ist los? Weiß ich auch nicht. Und gleich Feuer angemacht. Dieser Mehrwert. Wahnsinn. So. Erstmal hier kräftig looten. Wir looten, sie bluten. Oh. Neuer Schlachtzug. Neues Schlachtzugschema. Wir looten, sie bluten. Ich sehe schon die böse Ader, wenn wir den nächsten Durchgang auf jeden Fall fahren können. Jesus, da komme ich aus dem Blut nicht mehr raus. Sorry für das Tastengeklacker. Ich bin bald dabei, mir einen Helikopter zu kaufen. Das Mikrofon. Aber kann ich alles auf einmal haben. Nö. Fürs frühe Gameplay. Nein, ich spring. Immer noch nicht springen. Geralt. Das frühe Gameplay ist hier echt cool gemacht. Sehr fair. So. Jetzt darfst du immer hochspringen, genau. Oh, Trolle. Ups.
Mechanismus? Nö. Einfach Feuerschalen mehr oder weniger. Ist irgendwie eine Menge los. Erstmal das kleine Ding. Da ein Schiff nach Skellige. Wieso habe ich jetzt ein... Ach so, weil Skellige noch zu hochlevelig ist. Okay. Den eigentlich ist. Durch den ersten Brief. Why not? Hier ist mal F5. Dann den durch den ersten Brief. Treitkolben. Temerischer Dolch. Wäre ich zu Anfang hier gewesen, wären es gute Waffen gewesen. Ah, durch den ersten Brief. So. Jetzt, wenn ich jetzt sortiere, wo landet es dann? Das war doch. Hä? Ah, da. Also das mit der Sortierung ist eine Sache für sich. Das ist alphabetisch, Babybrot. Nicht so ganz wirklich. Also, zum Schiff nach Skellige. Ja, weniger. Jetzt gehen wir erstmal nochmal den nicht erkundeten Ort erkunden. Weil dann ist, bis auf meinen Freund hier unten, verlassene Städte, so ein Mist. Ich weiß nicht, wie ich die hinkrieg. Eigentlich alles erkundet. Oh, Moment mal. Da geht's lang. So rein nicht erkundungstechnisch. Das heißt, rechts von mir. Auch Hürden drin. Hürden ist ja so schick. Fein. Ja, wobei, wir probieren es mal. Vielleicht nur runterrutschen hier, weil so dramatisch sieht es ja gar nicht aus. Kriegst du wohl. Ganz elegant. Ja, wie in echt halt. Na komm, Hundi. Komm schon.
Ja. Und wieder ein Häppchen. Ich muss weiter. Das Ende hält erreicht. Genial. Was sagen denn meine Hexer? Boah, nix. Nix. Das sieht so bunt aus. Zwergenschnaps. Leider kein Fernglas, ein Scharfschützenarmbrust. Das ist Rad. Hier erstmal ein Feuer machen. Eines wie uns. Und zwar finden wir diese Notizen eines Spions. Okay, zumindest direkt nach dem Aufnehmen ohne Sortierung ist es immer an letzter Stelle. Das ist ja gar nicht so schlecht. Birke. War wohl nicht so ganz gewogen. Satteltaschen wären auf Dauer gesehen bestimmt sinnvoll. Ja, das haben wir vorhin gemacht, das war die Hütte bei der Mühle. Also kein... zwar ein reiner Zufallsfund, aber trotzdem Zusammenhang. Okay. Wieder mal zum Fragezeichen. Mit dem wäre es schneller gegangen. Immer noch. Ja, mal, wo sind wir denn? Da. Und aufgesessen. Ach du Schande, ich brauch den wirklich mehr auf. Hier. Der Sonne entgegen. Ja, das wäre 5. Komm schon, Plätze! Hier quasi ein Auf und Ab. Oh! Das wäre jetzt auf jeden Fall mal die bunte Hose gegangen. Irgendwie nach da drüben. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Schneller! Wieso? Ich kann sagen, wieso ist hier die Hölzende, wenn da hinten noch was ist? Ah, Machtort. Gestiegen und runtergefallen. Würden. Ach, Monsternest. Monsternest. Oh. Eins zu eins, genau das gleiche. Silbererz. Ah, da kann ich Material aus Silber bauen. Alchemie.
Mikrophagenöl. Oh Gott. Zwei Zahnblüten. Ah. 10% Angriffskraft. 10% Angriffskraft zum Aufwand. Stahlwaffe, Silberschwert. Oh, auch das Silberschwert leuchtet. Na dann. Zu der Macht. Würden! Eigentlich schon. Was sind wir denn? 1, 2. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Fire in the hole! Splatter! Kommt schon, ihr Pfeifen. Fetter Loot. Bam. Er hat sich gelernt. Bisschen ausweichen. Städte kriege ich nicht ganz gebacken irgendwie. Wie kämpfe ich unter Wasser? Dann in Gänze planlos, ehrlich gesagt. Nochmal zur Klagebrücke. Weil dieses Anschlagbrett. Aus den Wäldern. Velen, Novigrad Velen. Ah. Jetzt packen wir hier. Muss hier was sein. Ups. Wenn. Wert. Plötzlich vom Berg runter. Und ich will zum Wegkreuz.
Eigentlich da hinten, genau. Im Galopp durch den Wald kann fast nicht sein. Rückwärts abgesessen. War ich da schon? Ja. Schnellreise. Zack, Klage drücke. Zack. Wieder mal ein Genuss beim Sonnenuntergang. Meine Güte. Hatten wir das schon oder noch nicht? Jetzt machen wir mal ein F5. Speichern. Packen mal alles ein. Auf J. Von Hexer Schorsch. Stufe 11. Da fehlen nur noch 5 Level. Beruhigend. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Shetty. Hör mir gut zu. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf. Ich gehe mit ihm erwischen. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Zum Beispiel Satteltaschen. Für nur 186, ich werde wahnsinnig. Was, 57 für die Rüstung?
Immerhin 50, das bringt alles, ich brauche Kohle. Sie das zu leben. Solution. Asche. Eng Asche zu Asche. Zu leben. Kann an Händler verkauft werden. Handel. Wolfsfell. Wolfsfell. Oder ich hab's auf den Augen, ja. Sollte. Verkäuflich. Ja, wart nun. Auch unverkäuflich. Tja, zerlegen wir das halt mal. Stahlbarren? Achso, ne. Was sagen? Hinten vorwärts zerlegen. Was? 55? Achso, 11 Stücke, okay. Geht in die Kohle, alter Schwede. Itziumbarren. Pferdehaut. Pferde getötet. Schlagartig arm. Silberne Teekanne. Oh, das ist natürlich Silbererz. Ups. Nicht schlecht. Ah, mein Freund, der Ring. Rubin und Goldklumpen. Das könnte sich fast lohnen. Gibt es irgendwas ohne Zusatzinformationen? Nein, weil dann könnte man es nicht zerlegen, schätze ich mal. Schwarzen Kajal. Ja, ausprobieren. Sehe ich schon dann. Ach, Fasern!
aus Papier mache, Fasern. 3 Schritten oder so. Wachs und Schnur. Okay. Bei 51 von 60 gibt mir trotzdem noch zu denken. Ja, da. Da steckt Geld. Das sind alle. Tja. 54. Jetzt sieht sich die Hosen aus. So. Das bringt alles nichts. Ich muss ein paar verkaufen. Kleinvieh macht auch. Also gut, Escape. Nein, kein Escape. Leb wohl. Ja, dann leb mal wohl. Oh Gott, da rattert nach, was ich alles erhalten habe. Drücke den letzten Schluck drauf. Von meinem grünen Zaubertrank. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Wir essen auch ohne Not immer grün. Ja, was mich jetzt dazu bringt, leider. Zurückzuwechseln. Den zweiten Teil, das heißt abzuhauen. Genau. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt den Bock. Mac. Also haben die Leute eine Hexe. Da-di-dum, da-di-dum. Das heißt auch, dass viele Texte in dem Spiel, die jetzt hier die NPCs so regelmäßig sagen, mal dran vorbei, läuft hier gerade das mit dem Hexer, meistens Sinn machen, weil das war ja eben diese Quest vorhin bei der Mühle mit dem. Diesen Hexersachen. Weltkarte. Skellig ist ein bisschen zu dick. Schwupp. Die Region wird ein bisschen größer. 3 Quests auf einmal. Ich hab noch gar keine, ich hab doch nur Heidfelde hier oben. Jesus. Doch, hab ich schon. Komm. Reisen nach. Nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So.
Erst mal die Quest ändern. Der Sumpf. Hat jetzt jemand erzählt, wo ich den Sumpf finde? Vielleicht wird es mir jetzt angezeigt. Na, irgendwann habe ich es raus. Hast nur noch 57 unbekannte Bereiche. Du Schande. Man kann hier richtig Zeit verbringen. Da bin ich dann schon eigentlich richtig. Buckelzumpf technisch finde ich nichts. Naja. In dem Fall mal nach Norden. Quasi aus dem Nichts. Jetzt geht's. Unglaublich. Stufe 1 Hunde. Was war denn das? Stufe 1 Hunde. Machen wir so zu schaffen. Hundetalk. Ohne Ende. Ach, Harpyen. Das Bestien Mariborer Schwert. Okay. Was sagt denn das Schwert so? Ist nicht so ganz in meine Fragenweite passt. Treuheit. Ich hätte gesagt, 5 Harpyen auf einmal. Und da hinten ist eine Stadt. Stadt bei Sonnenaufgang. So, Mädels. Oh, der war nett.
der war durchaus nett. Was ist denn? Endlich mal was Blaues. Na komm, wir nehmen mal eine Schwalbe und einen Donner. So, Mottis. Warte mal, ob Hühen auslöschen sind. Daneben! Ist anders. So, dann ist doch meine Geschichte. Na, pünktlich zu Sonnenaufgang die Harpyien ausgerottet. An, ich habe einen Slot mehr. Die klassische Rüstungsschmelze. Bums. Ich glaube mal, dass ich den hier den Schaden 25% taut was. Das nächste schätze ich mal. Also gut. Gespeichert. Dann halt nochmal gespeichert. Noch ein Punkt. Da fällt mir auf, ich habe ja noch einen Punkt. Dabei sind 25%. Extrem selten, ja. Nein. Hört den Schaden 50%. Sorry. So. Knallt's, Freunde. Jetzt knallt's. F5. Da oben noch ein paar Harpyien mitnehmen. Ja, du? Keiner mehr da. Doch, da. Na kommt, Mädels. Yeah.
nicht so schlecht. Aufwärtsstrebender. Aufwärtsstrebender Hexer, du kommst schon. Hinten. Pyrrhiki. Eigentlich. Ich glaube mal, meine Waffen gerade verbessert sind. Dass ich mal meditiere. Meditation. Nein, R und F nutzen. Schwalbe und Donner. Ach, der Schatz. Kikiriki. Juckt den nicht, oder wie? Basilisk. Totenkopf. Ja, das sollten wir lassen. Ich gehe schon freiwillig. Schütze ist ziemlich unnötig. Ja schon. Okay. So kann man doch bestimmt irgendwie umreiten. Plötzlich aufgesessen. Galopp bergauf. Nö. Geht nicht. Ach, steig drauf. Ich hab da was für dich vorbereitet. Und quasi ein schnelles Ende. Kein Loot, oder? Kein Loot, kein Blut. Ja, vermutlich von Harpyen. Was tanzender Stern? Tanzender Stern. Rezept. Handwerk. Ja, aber doch die Handschuhe. Die würde ich gleich auch noch nehmen. Die Hosen haben wir mal durch. Das ist erstmal. Erstmal noch weit weg. Tanzender Stern ist irgendwas anderes, hm? Negerstiefel. Nicht wirklich. Alchemie? Aber blaues Untergehen ist heute im Zeug.
eine Zahl von 3. Zeichenintensität 7%. Vitalität 100. Upp. Einpacken. Tanzender Stern. Ah. Schwefel und Salpeter. Kabum. Wird Feuerschaden. Endet. 53 Silber. Also mir scheint das Calcium Egum finde ich nicht mehr. Hm? Schnell zumindest. Tanzender Stern. Bums. Gegen die ganz Bösen können wir schon 700 Silberschaden machen. Was weg ist, weg. Ups. Weißer Honig. Beste Öl. Gegen Geister. Okay. Okay, okay. Nicht schlecht. Das heißt, ich packe noch entweder Silber und physischer. Außer ich habe mich immer gewundert, warum sich da nichts tut, wenn ich eine Sammlung darf. Ja, nur blendet und keinen Schaden macht, Schlaumeier. 2 von 2. Das heißt, es ist nachher 0. Brand ist natürlich auch nicht schlecht. Und bis zu 53 physischen Schaden. Ah, Feuerschaden, okay. Muss mal wissen, wer was gegen Feuer. Wer Feuer nicht verträgt. B anstatt S. Aber nett gemacht. Denn dann kann man hier schnell wieder rauszappen. Was ich aber eigentlich gar nicht will, denn ich will nach da oben. Immer noch. Nach da oben. Ja, das ist der andere da unten. Bei Zahnblüten. Lasst uns den Blick genießen, meine Güte. Ist ja fast wie bei mir zu Hause. Jetzt scharf reicht. Hi Nerox Screams. Willkommen zu meinem Stream. Ist alles okay bei dir? Ein Sturz zum Fels. Dorndruck. Ach, ein kleiner Gegner. Ein Drache. Ist klar. Filtern. Ich gehe ja schon. Mit 14 brauche ich jetzt gar anzufangen. Jo. Aufsitzen. Also, diesen Bereich für 14er. Gut zu wissen.
Spielzeugen habt ihr auch nichts. Das Hüpfen heißt laufen. Nach dem Motto, du wirst mich nicht los. Mach ich halt eine berittene Flucht. Ah, da klappt's ja. Auf und davon. Ja, von wegen. Glaub ich's. Wald soll helfen. Erfolgreich? Ja. Lass mal durchatmen. Herrinnen des Waldes lesen. Ist doch mal endlich. Irgendwo. Herrinnen des Waldes. Questgegenstand. Ein Kind opfern. Das heißt, wo müssen wir denn hin? Nein. Schande. Erstmal nach Heidfelde. Beweg dich. Vorwärts. Moment. So ein Turm ist doch irgendwie verlockend, oder? Eigentlich. Turm ist doch verlockend. Ein Haufen Raben dabei. Ups. Okay, das klappt nicht. Aber elegant runtergerutscht. Wusste ich doch, dass da noch irgendwelche
knurrenden Tiere sind. So überraschend. Bam! Wolf. Heißt Stahl. Na nun? Was seid ihr für Wölfe? Erstmal Leberwurst. Ja, der Rest hat sich verzischt, oder wie? Aufgrund meiner Macht. Abrutzen. Also irgendwie kann man auch da hochklettern, so wie es aussieht, hm? Sack und Asche. Das geht echt. Das geht auf jeden Fall. Frage ist nur wie. Also nicht. Zack, Zement. Rutschen wir gleich einen ganzen Hügel runter. Ich meine, da war ich ja schon. Mit hochziehen ist da auch nicht. Also irgendwie muss man hochkommen, das ist mal Punkt 1. Ich glaube, hier ist der Anlauf gar nicht so ganz falsch. Tut leid. Und Asche. Rutscht dann nicht immer gleich. Heißt hier hoch? Ne. Aber da hoch und dann darüber. Also quasi hier hoch. Ja. Das kann man ja machen, bis die Tränen kommen. Das war gerade eben schon ganz gut. Ich glaube, das ist hier nicht. Ah. Ich denke, der Ansatz ist richtig.
Aber er rutscht immer gleich wieder runter. Lalala. Tja, Herrschaften. Schwitznasse Hände von ein bisschen irgendwie an der Burgruine rumhüpfen. Das könnten wir jetzt auch gerade 2 Stunden machen hier, solange bis die Finger lahm sind. Also das Ding birgt auf jeden Fall Schätze, weil hier oben drauf ist auch schon ja, leichter. Von und zu wegen. Ja, und jetzt hochziehen. Das kann nicht so einfach sein. F5. Mit wenischer Gambison. Minus 19. Naja. Besser als gar nichts. Vielleicht gesehen. Nein, nicht da, nicht darunter springen. Aber gerade nur, gell? Jetzt free climbing nach oben. Also mit Sicherheit kommt man da hoch. Vielleicht ist es der geringe Wegweiser und Link mit dem Zaunfall, was zum Zürchen gegangen. Dass man da einfach hochspringen soll. Bisschen schwammige Rüstung, oder? Das geht auf jeden Fall nicht. Backzement. Also gut, es war ein Versuch wert erstmal. Eine Kiste gab's ja. Ne? Abrutsch. Au. Das zieht natürlich ein sofortiges Meditieren nach sich. War mal was anderes. Gitarre. Nur 10 Gegner.
Na, komm doch her. Feiges Viech. Früher war das mal ein Problem. Aber mit der Rune? Das ist ganz nett zur Sache. Komm jetzt. Aktion Süßer Pfad. Oh, toll. Nasse Hände. Klettern. Also gut, in dem Fall stets zur Stelle, auch wenn ich gerade 300 Kilometer geflogen bin. Bald ist Vollmond. Fenster vernagelt, Türen mit Eisen beschlagen. Wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte, würde alle Dämonen kommen. Bald ist Vollmond. Ja. Nur noch 1000. Arzt. Komm ab durch die Mitte. Haut unter Wasser. Sonst noch. Seine. Schneller. Bergauf springen im Galopp ist immer eine tolle Sache. Danke, das ist fair mit dir. Dann wäre plötzlich in den Graben reingefallen, ne?
Los, los! Gut erkannt, Pferdchen. Ein reißender Gewürzkoch. Halt sie so, Plätze. Mach langsam. Ich komme über die Brücke dich drüber mit dem Pferd. Beweg dich. Ach, da ist wieder so ein Freund. Bin echt begeistert.